Seagate Black Armor WS110, externe Festplatte, 1 TB Fassungsvermögen, anschließbar über ESATA oder USB. Werde ich jetzt gleich zum ersten Mal anschließen. Es ist davon auszugehen, dass eine Software aufpoppt, weil auf der Rückseite eine Software beworben wird, aber keine CD dabei ist oder DVD. Die Platte selber steht hier und Strom kommt jetzt mal dran. Und da passiert noch nicht viel, ist auch kein Wunder. Stöpseln wir das Ganze nochmal in den Rechner ein. Dann sollte ja entsprechend was aufpoppen. Bewegt sich schon, geht das Licht an. Ich habe die jetzt mal hingestellt in diesen Stand, in diese Fassung zum Hinstellen halt. Okay, das Gerät kann jetzt verwendet werden, sagt er mir direkt. Wird also direkt als ganz normale Festplatte erkannt. Scheinbar jedenfalls. Bietet an, ja, halt die normalen Windows-Funktionen, Bilder anzeigen, System beschleunigen, naja. Gucken wir mal, was drauf ist. Autorun, Setup und Seagate. Installer, Registration, okay. Black Armor, Desk, Seagate Release und Seriennummer. Und hier ist nochmal Setup auf der ersten Seite. Also auf der Oberfläche. CD, guck ich mir mal an, gucken, was er ausführt. Da kommt das Setup. Ich möchte zuerst eine Registrierung durchführen. Produktregistrierung. Möchte ich eigentlich nicht. Jetzt. Okay, hier ist dann doch nochmal das Setup von der Black Armor Backup Software aufgepoppt. Und bietet an, halt eine lokale Installation durchzuführen, nach Updates zu suchen, sich das Benutzerhandbuch aufzurufen oder Seagate zu kontaktieren. Okay, das brauche ich jetzt mal nicht. Wir suchen zuerst mal nach Updates, würde ich sagen. Schauen wir mal, was findet. Ach, keine Aktualisierung verfügbar. Okay, ist ja auch in Ordnung, ist ja ganz neu das System. Wo soll das auch herkommen? Wollen wir mal die lokale Installation durchziehen. Ist aber nur eine ganz normale Installation, die brauche ich nicht unbedingt. Okay, sicher auch nochmal ganz interessant, während das Programm installiert, die Eigenschaftsseite von der Festplatte werden angegeben 931 GB Speicherkapazität, 930 GB freien Speicher und 615 hat belegt. Das wird von der Software sein, die halt da mitgeliefert wird. Okay, nach der Installation findet man hier unter Programme einen Eintrag Seagate. Und darunter wieder Einträge Black Armor Backup und Black Armor nochmal Backup, das ist dann halt das Programm bezeichnet, vorher war es der Ordner. Dann Bootable Rescue Media Builder, das heißt, er kann wohl eine bootbare CD erstellen, mit der man das System wiederherstellen kann. Und dann gibt es nochmal die Möglichkeit, halt sich Seagate-Seiten im Internet anzugucken. Also okay, da rufe ich aber einfach das normale Black Armor Backup Programm auf, schauen, wie es aussieht. Also die Meldungen, die gekommen sind. Initialisierung. Und das ist eine ganz schön große Oberfläche. Schauen wir mal. Black Armor One-Click Protection für das Backup wichtiger Dateien. Ja, Daten. Jetzt analysiert er wieder Partitionen. Okay. Hier bietet er an der Stelle Backup für Systempartitionen und die Master- und Masterboot-Record. Hier so eine TIB-Datei. Für meinen unter My One-Click Recovery. Das heißt, da hat er so einen Standardordner angegeben. Gut, da kann ich nochmal das Ziel wählen, beziehungsweise den Ordner ändern und angeben, wie oft er dieses Backup der wichtigen Daten machen soll. Ich mache das einfach mal. Ich sag mal schützen. Mein Nutzername ist in Ordnung. Und dann sollen wir das mal machen. Ist da nichts weiter drauf. Ich habe das Gerät ja frisch gekriegt von Cyberport. Das ist der Asus N61. Auch ein recht neues Gerät. Den hatte ich aber auch schon im Video vorgestellt. Da guckt er am besten einfach mal in meinem YouTube-Account. So, jetzt wird hier ein Partitionsabbild erstellt. Fortschritt der aktuellen Aktion kann noch dauern. Hier stand gerade 6 Stunden, jetzt sind es noch 3 Stunden, 2 Stunden verbleibende Zeit. Das ist mir, glaube ich, zu lange. 1 Stunde 40. Trotzdem ist mir das zu lange, dann gucken wir einfach mal, ja, ich möchte das jetzt abbrechen, kann ich später nochmal machen. Das Programm kurz durchsehen, es gibt hier also die Möglichkeit Backups zu machen,
also Tasks bzw. Backup-Verwaltung dann durchzuführen. Ja, einen Status aufzurufen. Schutzmaßnahmen beurteilen, gut, das muss man sich in Ruhe angucken. Die One-Click-Protection, die hat er ja gerade angeboten mit einem Klick. Und da wäre er auch wieder, wenn man draufklickt. Warum nicht jetzt? Die Möglichkeit nach Backups zu suchen, wiederherzustellen. Try and decide ist eine Funktion offensichtlich, um neue Programme und ohne sie wirklich zu installieren, zu testen. Ganz gute Idee. Try and decide nennt sich das. Und dann gibt es hier noch ein paar Schutzwerkzeuge, Säuberungswerkzeuge und die Hilfe. Dann gibt es noch die Unterfunktion Backup und Restore. Da kann man offensichtlich einzelne Daten, E-Mails, Anwendungseinstellungen einzeln sichern. Hier die Einstellung, wann was passieren soll. Also wann gesichert werden soll und in welchem Fall zurückgesichert werden soll. Der Backup-Status. Also noch gar keine Backup-Dateien vorhanden, 0 Bytes werden hier noch angegeben. Das kann sich aber alles mit der Zeit noch ändern. Ist halt momentan noch leer die Platte. So, bei Try and Decide in der Oberfläche hat man die Möglichkeit, Programme, wie gesagt, zu installieren, ohne Programme zu testen, ohne sie zu installieren. Wie gesagt, hier startbereit. Das verstehe ich jetzt auf Anhieb erstmal nicht. Das gucke ich mir in der Beschreibung erstmal an. Dann haben wir noch die Werkzeuge, womit man eine Festplatte klonen kann, also wahrscheinlich eine Partition oder halt entsprechend die Festplatte partitionieren und formatieren kann. Etwas für bedarfte User. Okay, das soweit das Backup-Programm. Muss man natürlich registrieren, damit es vernünftig läuft, beziehungsweise damit es dauerhaft läuft und zur Verfügung steht, die Funktion. Aber das sollte ja kein Problem sein, das hat man ja gekauft mit der Festplatte zusammen. Die Festplatte, wie gesagt, eine 1 TB Seagate WS110, habe ich jetzt über USB 2.0 angeschlossen, kann aber auch über eSATA angeschlossen werden, das werde ich auch noch probieren. Wie dabei die Ergebnisse der Geschwindigkeit sind, der Daten bei der Datenübertragung, schreibe ich in einem Testbericht bei cyberblock.de. Lesen bildet, also schaut vorbei, wenn euch das interessiert. Ich mache auch noch weitere Tests mit der anderen Festplatte und auch in diesem Notebook, das USB 3.0 hat. Tschüss, danke erstmal, der Matthias von Cyberblock. Nochmal zwei Worte zu dem ebenfalls auf der Festplatte befindlichen Black Armor Backup Media Builder, wie das Programm heißt. Der hilft, ein bootfähiges Medium mit den Black Armor Backup Komponenten zu erstellen, die sie wählen. Da kann man mal gucken, was man da wählen kann. Nämlich einmal das Programm selber, bietet aber keine Funktionen erstmal an. Und wenn man dann aber hier die Unterfunktion anklickt, dann gibt es auch die Möglichkeit halt zu sehen, was er macht. Und zwar wird installiert irgendeine Version von dem Black Armor Backup auf dieser CD, mit der man dann den Rechner starten kann, das Backup-Programm aufrufen kann, um dann entsprechend eine Rücksicherung auf eine neue Festplatte womöglich zu machen, wenn die Festplatte halt mal kaputt geht oder sowas durchaus mal vorkommt. Ja, wie gesagt, Geschwindigkeitstestergebnisse auf cyberblock.de.